So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Master Duel Folge, zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Master Duel Video auf meinem Kanal. Und ich sag's euch meine lieben Leute, heute ist der Wurm drin. Ich weiß nicht, das mit dem Greenscreen Setup heute hat ungefähr 10 mal länger gedauert als sonst. Das lag einfach daran, dass ich irgendwie meine Kamera disconnect hatte mittendrin und dann waren irgendwie alle meine Einstellungen falsch und mein Greenscreen meinte so, haha, heute sieht man mich flackern im Hintergrund. Aber, also der Greenscreen, den sieht man flackern im Hintergrund, aber jetzt hat's dann doch alles geklappt. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Willkommen zu einem weiteren Master Duel Video von meinem Kanal. Ich habe etwas länger nicht mehr Master Duel gestartet. Ich habe mir auch nach wie vor immer noch nicht den Duel Pass hier geholt, weil ich einfach zu voll war. Und ich guckte gerade dann so in die Notifications, die einem ja immer so ins Gesicht gedrückt werden, sondern so, oh, neue Notifications, guck mal hier, die ganzen neuen tollen Sachen. Es gibt ein paar neue Accessoires, es gibt ein paar neue Gates im Solo-Modus. Ich habe, glaube ich, kein Event verpasst oder sowas. Es ist eigentlich nichts passiert in der Zeit, in der ich nicht da war. Also der ideale Zeitpunkt, um mal wieder Master Duel zu starten und ein paar Duelle zu machen, würde ich gerade sagen. Und bevor wir mit dem Thema Greenscreen abschließen, ich habe heute ein lustiges T-Shirt an. Da ist grün mit drauf und deswegen könnt ihr jetzt hier, wenn ich jetzt hier ein bisschen lustige Bewegung mache, ich weiß nicht, ob man das sieht, inwiefern man das sieht. Ich sehe es gar, ich habe kein Live-Preview, aber man kann das Spiel hier durch die grünen Löcher in Anführungszeichen auf meinem T-Shirt sehen, was ich für einen lustigen Fun-Fact halte. Jetzt wird ja jeder von euch drauf achten, durch das ganze Video wahrscheinlich, ansonsten wäre es gar nicht aufgefallen, aber keine Ahnung, ich finde es lustig, deswegen dachte ich mir, ich merke es einfach mal an. Wie auch immer. Wir werden ein paar Duelle machen. Ich habe schon mal ein bisschen was off-camera vorbereitet. Nein, also ich habe schon mal das Deck ausgewählt. Wir werden mein White-Mare-Deck nutzen. Ich habe dazu noch kein Deckguide aufgenommen. Also ich habe schon zwei Deckguides aufgenommen. Was war die Event-Variante von dem Deck jeweils immer? Hierzu, dieser Variante, folgt dann demnächst auch noch ein Deckguide. Keine Sorge. Irgendwann mal, wenn ich dazu komme, das auch mal aufzunehmen und so weiter und so fort. Wie auch immer, wenn ihr dazu ein Deckguide sehen wollt, da kommt dann bald auch noch was. Ich bin aktuell immer noch oder wieder mal Silber 5, da ich, wie gesagt, diesen Monat noch nicht gespielt habe. Und es glaube ich glaube, ich habe es gerade so Atem. Ich habe keine Ahnung, was mir dieser Name sagen soll, falls du dieses Video gerade siehst. Hallo. Wie auch immer. Ja, das ist unser Gegner. Der liebe Atem. Atem. Ist das irgendwie gerade irgend so ein dummer Spruch, der komplett over the top of my head geht? Oder irgendwie, ich weiß nicht. Ich müsste, glaube ich, schon irgend so ein obvious Wortwitz oder so. Wie auch immer, wir fangen an mit Foolish Burial, würde ich sagen, weil. Das ist eine Sache, die man machen kann. Der Gegner scheint schon mal keinen Ash-Blossom zu haben, weil ich glaube, das dürfte eine Karte sein, die man ashen kann. Wenn mich gar nicht alles täuscht. Wenn nicht, dürfte der Gegner uns jetzt offenbaren, dass er Ash-Blossom hat. Hat er nicht, okay, gut zu wissen. Wir nehmen natürlich den White Prince. Für die von euch, die nicht wissen, wie das Deck funktioniert, hier mal kurz der kurze Rundown. Man versucht so viele White-Karten in den. Oder halt auch König der Totenkopfdiener vor allem. So viele Totenkopfdiener bzw. White-Karten in den Graveyard zu kriegen, wie man kann. White-Karten sind effektiv Totenkopfdiener-Karten. So, da haben wir auch noch einen. Und dann haben wir hier noch eine Karte, dann sind wir schon bei drei. Dann versucht man Badabing Badabum zu machen, nämlich den König der Totenkopfdiener aufs Spielfeld zu kriegen. Ich bin gerade überlegen, wie wir das jetzt gleich alles genommen machen werden. Wir könnten das Double King-Setup hier kriegen. Ich glaube, wir setzen jetzt Lightning Storm zum einen als Bait und zum anderen, um unsere Hand etwas zu verkleinern. Wenn ich das hier gleich spiele, habe ich noch drei Karten auf der Hand. Damit verliere ich, glaube ich, 3000 LP. Damit kann ich leben. Ich glaube, wir behalten einen King auf der Hand, tatsächlich. Strategisch jetzt hier an der Stelle, ja. Wir werden jetzt einen King strategisch auf der Hand behalten und droppen jetzt nämlich unseren White Prince hier. Mit Performance Popper ab, der natürlich absolut typischsten Totenkopfdiener-Karte auf dem Planeten. Droppen wir jetzt hier den zweiten White Prince in den Graveyard, wodurch wir wiederum noch einen Skull Servant droppen dürfen und noch eine weitere Queen oder eine Lady halt, Lady in White. Jetzt gehen wir wiederum hin und banishen einen von unseren beiden White Princen. Und außerdem banishen wir bitte einen Skull Servant und eine Lady. Das Wichtigste hierbei ist in diesem Fall ist aktuell die Lady. Die holen wir uns nämlich jetzt gleich wieder. Palim. Da haben wir unseren King. Okay, er hat in irgendeiner Form Counterplay. Ich weiß nicht in welcher Form, aber er scheint Counterplay zu haben. Okay. Und dann werden wir uns gleich unsere Lady wiederholen mit Hilfe von White Mare. Können wir nämlich eine gebannte Lady entweder Special Summon oder halt auch einen Totenkopfdiener. In den Graveyard zurückgeben, das habe ich aber nicht vor. Kings kann man damit uns auch Special Summonen, aber wir wollen jetzt hier die Lady Special Summonen, denn die Lady hat den praktischen Nebeneffekt, dass wir dadurch Immunity gegen Spells und Traps kriegen für unseren King und auch für unsere. Nein, nicht für unsere Lady, aber für unseren King aktuell, primär. Lightning Storm ist, wie bereits gesagt, nur eine Bait-Karte. Und das ist uns eine Handtrap, die haben wir gerade praktischerweise gezogen. Die White Prince ist eine wunderbare Handtrap, mit der man den Gegner schön einen reindrücken kann. Ja, der Gegner. Kann er ja wieder interrupten, theoretisch gesehen. Damit kann man den Gegner schön einen reindrücken, wenn er jetzt theoretisch gesehen irgendwie es schaffen sollte, ein 6000 ATK-Monster aufs Feld zu kriegen, kann ich einfach die White Prince hier droppen und alle Monster verlieren. Ich glaube, ATK in Höhe von ihrem Level mal 300 oder 400, 300, ja.
Und in der Regel, da wir hier nur 300 verlieren und außerdem noch 1000 gainen, also insgesamt 700 gainen durch die White Prince, weil wir die in den Graveyard droppen. In der Regel gehen die meisten Gegner dann daran kaputt, weil sie irgendwie dicke Level 10 Monster haben oder sowas. Und wir haben halt ein dickes Level 1 Monster. Etwas, was ich übrigens auch gerne haben würde, außer einem dicken Level 1 Monster, wäre ein dickes Abo von euch. Falls ihr mir also noch kein Abo da gelassen habt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal eben schnell kurz auf diesen wunderbaren, klitzekleinen roten Abo-Knopf hier unten rechts unter dem Video klicken konntet. Also wenn ihr die Desktop-Version von YouTube nutzt zumindest. Am Handy weiß ich gar nicht, wo der genau ist, um ehrlich zu sein. Ich benutze YouTube dann meistens immer am PC einfach. Aber ja, lieben gerne Abo da lassen, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und natürlich lieben gerne auch ein Like da lassen und auch ein Kommentar natürlich lieben gerne. Zum Thema Kommentar kann ich euch sogar direkt etwas geben, was ihr mir hier kommentieren könnt. Nämlich habe ich mir, nachdem ich der eine oder andere hat vielleicht mitgekriegt, ich habe mir von Ghost from the Past The Second Haunting, also Ghost from the Past 2, whatever, hatte ich mir genau einen so ein Pack geholt, whatever, so eine Box, whatever, also IRL halt. Die gibt es in Master Duel, soweit ich weiß, auch gar nicht, aber ja. Und habe da direkt einfach mal casually die teuerste Karte rausgezogen, die irgendwie 200 oder 300 Euro wert ist, sowas um den Dreh, 200 bis 300 Euro. Die habe ich tatsächlich einfach rausgezogen, was beyond lucky ist, das muss ich glaube ich nicht erwähnen. Und da ich so viel Glück hatte, dachte ich mir einfach, du holst jetzt noch so eine Box und guckst mal, was du da jetzt rausziehst. Wenn ihr jetzt einen Turner verpasst, besteht eine ungefähr 99%ige Chance, dass wir dieses Duell jetzt bei uns einfach instant gewinnen werden. Was so nebenbei. So, am Rande angemerkt. Okay, tut er aber nicht. Er spielt anscheinend ein Dark Magician Deck. Interessant. Ich glaube, dagegen habe ich gute Karten. Ich glaube, das ist ein schwaches Deck im Vergleich zu meinem Deck jetzt hier. Tatsächlich. Aber ja, ich habe mir noch so eine Box geholt und haut mir lieben gerne mal in die Kommentare, ob ich die on-camera aufmachen soll, so ein on-camera-Unboxing-Video aufnehmen soll. Was macht das hier? Scarding, bla 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 bla. Ja, ist keine Ahnung. Nichts, was ich jetzt hier White Princess müsste. Aktuell zumindest noch nicht. Aber ja, haut mir lieben gerne mal in die Kommentare, soll ich dazu ein Unboxing-Video aufnehmen? Das einfach mal so für YouTube aufnehmen, weil sonst habe ich meine Karten einfach immer so off-camera aufgemacht. Riesige Überraschung, weil ich weiß, wie soll ich sie sonst aufmachen? Mit meinem Geist. Ich gucke mir die Booster-Packs an, mach so und dann geht das Pack von alleine auf. Genau, so habe ich es gemacht. Nee, aber anyways. Ja, haut mir lieben gerne in die Kommentare, ob ich das aufnehmen soll. Und dann könnt ihr live und in Farbe on camera sehen, wie ich mich auf das Booster-Pack konzentriere und dann schwebt das so nach oben, weil ich habe die magische, mystische Zauberkraft und dann mache ich so auf. Nein, also natürlich nicht. Vielleicht auch doch, wer weiß das schon, vielleicht bin ich ein Zauberer. Ja, ja, ich bin ein Dark Magician oder so, oder auch nicht. Okay, so, können wir dieses Board breaken? Der Gegner ist fertig mit seinem Zug. Ich darf endlich, anstatt sinnlosen Kram zu labern und rababern, darf ich weiter dieses wunderprächtige Kartenspiel spielen. Das freut mich natürlich sehr. Die Frage ist, können wir in diesem Zug gewinnen? Und die Antwort lautet, ich glaube nicht. Wieso bin ich immer noch in der... Hallo? Da steht Draw. Ich bin immer noch in der Draw-Phase. Und irgendwie passiert nichts. Okay. Wir nehmen diesen Fact of Life jetzt einfach mal so hin, I guess. Ich glaube, Lightning Storm können wir... Ich gehe schon mal so durch meine Optionen hier, I guess, wenn wir warten müssen. Lightning Storm dürfen wir, glaube ich, nicht aktivieren aktuell. Da wir jetzt auch Karten haben. Das ist schon mal gut zu know. Wir könnten den King aufs Feld klatschen. Dann haben wir 2x5000 ATK. Das ist allerdings nicht lethal. Wir könnten die White Prince aufs Feld klatschen. Oh, das ist eventuell Move. Ah, die hat nicht genug ATK. Wir könnten halt die White Prince aufs Feld klatschen, den dritten Prince ins Grave schicken. Plus halt Lady und den dritten Skull Servant. Ah, das ist schwierig. Ich glaube, Level kriegen wir nicht zusammen. Oder doch? 9000 ATK. Ich rechne es gerade mal durch. Wir dumpen die Princess in den Graveyard, damit kommen wir auf 9000 ATK. Wir banishen für 3, dann sind wir bei 6000 ATK each. Wie teuer ist Evan... Wie teuer vor allem. Evan Red Savior ist auch zu schwach. Halt, verliert ATK und Death oder nur ATK? Oh, ATK und Death. Ich glaube, wir haben hier eine Line, mit der wir liefern können. Ah, Moment, das war risky, glaube ich. Moment mal. Also, Moment, wir rechnen es mal kurz durch. White Princess, 8000, 9000, die Karte wird schwach. Wir beschwören den zweiten King. Wir entfernen einen King und... Ach, wir müssen über beide Kings entfernen. Weil sonst habe ich keine Protection gegen seine Backrow. Ne, okay. Ja, wir machen es hier ganz simpel. Wir machen das einfach ganz simpel. Wir klatschen den zweiten King aufs Feld. I guess wir spielen um seine Backrow herum. Ich habe, glaube ich, leider keinen Lethal. Habe ich hier Lethal? Oder hätte ich hier Lethal gehabt, ist halt die Frage. Ne. Ne, wir kommen ja nicht auf Lethal, das ist das Problem. Also, um es mal kurz durchzusprechen, wenn ihr noch denkt. White Princess aus Feld, wir dürfen 3 Karten dumpen. Und kommen auf 8000 ATK. White Prince Effekt aktivieren, sein Monster wird schwach. Und wir kommen auf etwas unter 9000 ATK. Dann aktivieren wir den Prince und kommen auf
etwas unter 6000 ATK und noch könnten klatschen noch, den, noch einen zweiten King aufs Feld für nochmal 6000 ATK, dann müssten wir halt den King und unsere Queen hier, unsere Lady, offlinken für Evanred Savior. Mit dem können wir dann noch mehr Material ins Grave dumpen. Das Problem ist aber, ohne, solange die Lady nicht auf dem Feld ist, traue ich mich nicht, ihn anzugreifen mit drei Backrow-Karten, weil dann sterbe ich halt. Das ist vermutlich, was dann da sonst passieren wird, deswegen werden wir das jetzt nicht tun. Man könnte es natürlich tun, das wäre das maximale High-Risk-Play hier, aber ich glaube, wir kriegen ihn auch. Ah, schön. Ich glaube, wir kriegen ihn auch so, ja. Connection failed. Ich glaube, der Gegner hat einfach, ja. Der Gegner hat jetzt, glaube ich, nicht so die Top-Connection. Das ist mir gerade schon aufgefallen, zwischendrin. Aber ich finde es schön, das ist so typisch. Wisst ihr so, ich sitze hier und denke so 10 Minuten lang durch 5 hypothetische Lines of Play durch. Welche Karten spiele ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, das könnte man so spielen. Der Gegner so, oh, Connection failed. Der Klassiker, ja. Also, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Da ist auf jeden Fall noch mindestens ein zweites Duell drin. Vielleicht auch noch ein drittes. Keine Ahnung. Aber es ist so typisch. Das ist einfach wieder. Schön. Schön. Der Klassiker. Okay, so, mein lieber Freund. Erster oder zweiter? Jürgen first. Das ist ein überraschender Schachzug meines Gegners, dass er mich als erstes spielen lässt. Weil in der Regel lassen einen die nicht als erstes spielen. Dafür. Ich sehe, er ist ein Mann von Kultur. Never mind, er ist kein Mann von Kultur. Er ist ein Waifu-Deckspieler oder so. Ich würde gerade sagen, er ist ein Mann von Kultur, weil er dasselbe Playfield hat. Und dann sehe ich hier seine Sleeves und so, oh, okay, never mind. Vielleicht doch nicht. Was spielt man jetzt hier mit dieser Hand? Das ist natürlich eine sehr interessante Hand. Whitebaking auf der Hand ist immer interessant. Send one Zombie Monster from your deck to the Graveyard. To the Graveyard und auch to the Graveyard. Ja, es ist eine Hand, ja, das darf ich verraten. Ich glaube, der Move ist tatsächlich, Gozuki zu spielen. Der Move ist definitiv, also Gozuki ist schon mal definitiv der Move, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt werden wir geasht und drücken auf den Surrender-Knopf. Nein, werden wir nicht, okay. Ich meine, geasht zu werden zu dem Deck aber meistens eh nicht so schlimm, deswegen war das jetzt eine leichte Übertreibung, aber manchmal ist es schon relativ schlimm. Wobei mit der Hand wäre es schon ziemlich kritisch, jetzt hier geasht zu werden. Wenn der Gegner nämlich dann Death Combo im nächsten Zug, was er wahrscheinlich nicht tun will. Ich weiß es nicht. Also mit den Sleeves bin ich mir da nicht so sicher, ob der mich im nächsten Zug zu Tode comboen kann und oder könnte. White Prince. Wir haben White Prince auf der Hand, das gefällt mir. Wenn er ernsthaft jetzt hier nämlich ein Dragon Maid Deck spielen sollte, dann haben wir hier doch gar nicht mehr so schlechte Karten mit White Princes. Weil wir ihn dann weg ungabungern können. Und so. Das ist natürlich der professionelle Terminus dafür, dass ich dann White Prince aktiviere und er dann seine Life Decisions contemplated. wenn er mich versucht anzugreifen. So, den White Prince bitte und Skull Servant und Lady in White. Wunderbar. Da kommt der King. Jetzt kommt die Queen, beziehungsweise die Lady. Die hit jetzt auch das Feld natürlich. Unser King ist gerade noch ordentlich schmächtig, mit gerade mal 2000 ATK, aber das macht natürlich nichts. Wir haben so gesehen sogar doppelte Life Insurance, wir haben jetzt die Lady und wir haben White Baking auf der Hand. Was will man mehr? Mein Gozuki ist leider schwach, weil der ist Level 4 und der hat, er ist zwar ein Zombie, aber Zombie-Monster über Level 3 haben keine Protection von meiner Lady. Das ist natürlich schlecht, ich kann dagegen allerdings leider gar nichts tun, ich werde einfach mal meinen Zug beenden. Das erscheint mir sinnvoll, kein Bench von Zombie Monster, das war das haben wir so from your hand. Ich hätte die Combo theoretisch gesehen extenden können mit White Princess, aber ich glaube, wir gucken erstmal, was der für ein Deck spielt. Es ist ein. Weiß ich nicht, Deck. Okay. Es ist schon mal kein Dragon Maid Deck, glaube ich. Harmon, Lord of Strike, okay. Okay, Harmon, Uriah. Es wäre mir jetzt neu, dass ein Harmon oder Uriah oder was das dritte, ich habe vergessen, wie die dritte Karte heißt, Raviel, es wäre mir neu, dass diese Karten jetzt ultra stark sind aktuell. Cannot target Wolf Card Effects. Ja, also mein Freund, ich weiß nicht, ob du die Memo schon gekriegt hast. Ja, aber mein Deck ist nicht. Ich target dich mit meinen Karteneffekten, töte dich. Mein Deck ist Unga Bunga, Kingo Brit. Und dann werden Monster sterben relativ schnell. So sieht es meistens aus. Null ATK. Es sieht schlecht aus für dich. Special Summon, bla, 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 bla. Okay, schön, okay. 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 Ich weiß gerade leider auch nicht genau, was die für Effekte der Harmon ist hier, hat, unter anderem, weil ich glaube, Harmon ist wahrscheinlich die einzige von den drei Karten, die er gerade auf der Hand haben wird. Aber ich denke, wir werden es nicht rausfinden. 4000 ATK.
Aber Level 10, mein Freund. Oh, I'm about to end this man's whole career. Can't be normal. If his card destroys an opponent's monster by battle. Das wird nicht passieren. Wird eventuell passieren. Whenever his cards in face of defense position monster, the opponent controls cannot target monsters for attacks. Keine Sorge, mein Freund. Das ist gar kein Problem. Say no more, fam. Say no more. Ich hoffe wirklich, er targetet hier meinen King und nicht Gozuki. Bei Gozuki wird er dann actually doch einen Monster zerstören können. Ein Tage, bla 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 bla. Was war der zweite Effekt? Das habe ich von dem nicht gelesen. You can draw two cards. Das ist natürlich dann doch gar nicht mehr so schlecht. der Field Spell. Ich hoffe, er wird den King targeten, aber das wird er bestimmt nicht tun. Level 3 or low Zombie Monster. Das ist jetzt natürlich bitter mit Gozuki hier. Was passiert gerade? Aha, Fallen Paris, ist mir egal. Es ist mir komplett wurscht, mein Freund. Du tu gerne, was du gerade tust und so. Target nur bitte nicht Gozuki, das wäre jetzt gerade schlecht. Bitte nicht Gozuki targeten, sondern mein King oder meine Lady geht, glaube ich, auch. Ja, Fragezeichen, ja. Da steht nur, dass ich ihn nicht targeten kann. Da steht aber nicht, dass er ein Effekt ist von meinen Effekten, glaube ich, wenn ich mich gar nicht verlesen habe. Das wäre jetzt natürlich auch noch bitter. Was haben wir? Ja, und hier steht auch nicht unaffected, sondern nur kann nicht. Cannot target. Okay, sehr schön. Sehr schön. Damit sieht das Ganze schon mal ganz, ganz nett aus hier soweit. Der liebe Harmon, der Lord of Striking Thunder, ne? Der kann dem einzig wahren König der Totenkopfdiener nämlich nichts anhaben. Seht ihr, das ist. Das Feudalsystem bewährt sich immer wieder. Ja, er hat den Lord und ich habe den König. Ja, der König gewinnt natürlich. Das ist ja eindeutig. Send your entire hand, special summon 3 Phantasmal Martyr Tokens. In Attack Position. Mein Freund, möchtest du sterben? Du möchtest sterben, oder? Dein Gameplan ist es zu sterben. Ich kann mir das gerade nicht anders erklären. Er will doch sterben, oder? Also, 0 ATK in Attack. Es sei denn, jetzt kommt hier irgend so ein Giga-Links-Summon auf Doom des Todes oder sowas. Das kann natürlich sein. Vielleicht ist es hier nur seine Engine. Vielleicht ist es nur so eine Engine, um jetzt irgendein dickes Extra-Deck-Monster aufs Feld zu klatschen. I doubt it, aber. Ja. Okay. Links-Summon, ja. Link-Kuribo. Es kommt wieder eine degenerierte Link-Kuribo-Kombo. Ich sehe schon kommen. You can tribute this card, change for the turn. This card's in the graveyard, bla 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 bla. Okay, das kann er, glaube ich, auch noch einmal machen. Oh mein Gott, oh no, oh no. Oh, I'm gonna do it, Tim. Oh nein, oh nein. Er hat es wirklich getan. Er greift wirklich den König an. Mein Freund, dein Lord kann meinen König nicht schlagen. Das ist eindeutig. Das Feudalsystem Did you not get the memo, dass der König im Feudalsystem ein höherer Rang ist als sein Lord? Ja, seht ihr, und jetzt versteht er es auch sofort. Er versteht es sofort. Sein Lord ist meinem König unterlegen. So sieht es einfach aus, ja. So sieht es einfach. Ah, schön. Schön. Ein sehr schönes Style. Daran hatte ich jetzt gerade wieder überhaupt nicht absurd viel Spaß. Der liebe Lone Sword 7, falls du dieses Video siehst, Hallöchen. Ja, also, wie du siehst, ja. Lieber Lone Sword 7, wie du siehst, der Lord ist dem König unterlegen. So sieht es einfach aus. Das ist auch der einzige Grund, den ich gerade gewonnen habe. Weil der Lord einfach dem König unterlegen ist. So sieht es einfach aus, ja. So sieht es einfach aus. Was ein Duell. Was ein Duell. Ah, schön. Schön. Ich finde auch schön, wie er von allen Karten, die er hätte angreifen können, von allen drei Monstern, die ich auf dem Feld hatte, wählt er das eine Monster aus. Das eine einzelne, einzige Monster, das ihm das Duell sofort verlieren lässt. So, er hätte die Lady angreifen können, nichts wäre passiert, er hätte ein bisschen Schaden genommen vielleicht, das wäre es gewesen. Er hätte Gozuki angreifen können, Gozuki wäre gestorben. Und er greift aber nein, er greift natürlich den King of Skulls auf uns an, ja, weil natürlich. Welche andere Karte? Wieso gehe ich gerade bei jedem Duell first um? Kann mir das einer erklären, warum mich jeder gerade first gehen lässt? Also, hä? Okay. Irgendwie mag ich diese Hand nicht. Ich möchte an dieser Stelle, fürs Protokoll, ich mag diese Hand nicht. Diese Hand ist schrecklich. Wie machen wir das jetzt? Ja. Das ist eine sehr dubiose Hand. Diese Hand ist sehr dubios. Ich möchte das zu Protokoll geben hier. Was spielt man jetzt hier? Also idealerweise hittet Mothman sich jetzt wahrscheinlich selber. Ich möchte aber auch keinen King summonen, um die Chance zu erhöhen oder sowas. Wisst ihr was? Just go. Komm, Ashes. Ja, Ashes, du willst es Ashen. Du willst es Ashen, weil das kein Monster-Pattern-Effekt ist. Oh, schade. Okay, Maxi, das ist natürlich bitter jetzt. ja, wir werden es einfach die Lotterie spinnen, ja? Und werden damit einfach direkt surrendern. Weil, okay, das ist tatsächlich wahrscheinlich das, wo ich gesagt hätte, dass die Karte geht wird. So, bitte zieh mir jetzt hier. Nicht diese Karte. Wieso diese Karte? Wieso nicht Unizombie oder so? Ja.
Wisst ihr was, wir werden jetzt einfach Forbidden Droplets hier setzen. Was ein Brick. Das ist nicht wirklich ein Brick, aber irgendwie diese Hand ist irgendwie belastet. Irgendwie ist das ist einfach eine belastende Hand. Wir werden es einfach hier passen, tatsächlich. Und werden es einfach sagen, you don't have it. Ja, er hat es nicht. Ich werde einfach gamble und sage, zwei extra Deck. Was ist das für ein Deck? Was für ein degeneriertes Deck spielen wir gerade wieder? Oh nein. Was kommt jetzt? Okay, das wird ein lustiges Duell. Ich rieche es. Ich rieche schon jetzt, ja. Zwei Karten extra Deck. Das wird mir einfach irgendwas. Das wird einfach irgendwas, wird das jetzt. Was passiert jetzt? Ist das irgend so ein. Okay. Okay. Gib mir halt ein Kaiju. Meinetwegen auch. Wie mal guest. Ist das ein Kaiju-Deck? Ist das. Was? Okay, diese Deckliste gucken wir uns gleich an. Diese Deckliste gucken wir uns gleich definitiv an. Was? What am I witnessing hier? Was ist das für eine Karte? Die habe ich noch nie gesehen. Was? Oh mein Gott, was ist das für ein Deck? Was ist das für ein Deck? Okay, Moment, was? Was? Warum ist. Was passiert hier gerade? Können ohne Control One Kaiju Monster. Okay, okay, ja. Natürlich, Eldritch. I should have known, dass es ein Eldritch Deck ist. Ich meine, seien wir ganz ehrlich, was für ein Deck soll es auch sonst sein? Was ist das für eine Karte? Ice Dragon's. Was ist das für ein Deck? I can't. Was? What am I witnessing right now? I mean, be my guest, sure, zerstör die Karte. I don't really care. At this point. Okay. Battlephase, sure. Ja. I have no words. I seriously have no words. Was? Was ist dieses Deck? Oh, okay. So mein Freund, ich erkläre dir jetzt, was jetzt passieren wird. Du wirst jetzt auf schrecklichste Art und Weise komplett zerstört werden. Es tut mir sehr leid, mein Freund. Unfortunately, I'm gonna have to do it to you. Unfortunately, this has to happen, ne? Wieso nicht gleich, ja? Also wieso nicht einfach einen Zug früher? Wobei, dann wäre wahrscheinlich jetzt mein King weg. Also, muss ich dem Spiel wahrscheinlich dafür danken, dass ich die Karten jetzt in dieser Reihenfolge gezogen habe, in der ich sie gezogen habe. Will ich zweimal White mehr haben? Was will ich jetzt hier haben? Realistisch betrachtet, was möchte ich jetzt hier ziehen? Möchte ich eine White Prince? Wir nehmen White mehr. Mit White mehr macht man eigentlich nie was falsch, deswegen nehmen wir jetzt hier White mehr mit. Wir droppen den Prince. Genau, wir droppen den Prince. Der Prince droppt den Skull Servant und die Lady. Danach hittet jetzt natürlich unser King das Field, was auch sonst. Genau. So nämlich. So und nicht anders. Hätte ich gerade den King benchen können? Nein, oder? Nein. Jetzt hittet die Lady das Field. Habe ich Liefel? Ich glaube, ich habe Liefel. Ich habe doch 100 Pro. In irgendeiner Form muss ich doch hier Liefel haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich hier nicht Liefel habe. Die Lady hittet das Field. Ich glaube, wir haben Liefel. Boah, ich glaube, wir haben Liefel, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Oh mein Gott. Mathe ist schwer. Mathe ist schwer, /King 2022. Nee, aber, doch, wir haben doch hier Liefel. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht Liefel ist. Moment, ich brauche actually, nein, wir haben nicht Liefel. Wir könnten aber Liefel haben. Wir droppen den King. 6000. Evandred Savior. 7000 wegen der Lady. Evandred Savior greift an. Wir droppen noch einen Prince. 7000. 8000. 9000. 10.000? Ich glaube, wir haben nicht Liefel. Ich hasse alles jemals. Ich glaube, wir haben ernsthaft. Okay, wir haben nicht Liefel. Ich akzeptiere, dass wir noch nicht Liefel haben. Wir haben fast Liefel. Wir sind, glaube ich, 1000 Damage off auf Liefel, theoretisch gesehen. Wenn ich hier full Cent gehe, sind wir, glaube ich, 1000 Damage off auf Liefel. Das ist 6000. So, das wird gesendet. 7000. Evandred Savior, ich versuche es gerade immer noch durchzurechnen, sendet noch einen Prince. 8000, 9000, 10.000 Damage. Und damit sind wir 1000 Damage off of Lethal oder 800 Damage halt off of Lethal, ja. Ja. Ich kann es nicht fassen. Ich meine, warum bin ich überhaupt überrascht, um ehrlich zu sein? Ich meine, es ist irgendein random AF Kaiju Deck. Du kannst deine Niederlage damit auch leider nicht abwenden, mein Freund. Ich habe nämlich noch einen King auf der Hand. Ui, und Fever Dust habe ich auch noch. Und wir haben die Lady auch noch auf dem Feld. Es sieht schlecht aus für unseren Freund hier. Ich nehme diese Aussage zurück. Jetzt hält wahrscheinlich irgendwie noch Eldritch der Goldene Lord das Feld. Nein, okay, doch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was das für ein Deck ist. Also, ich weiß nicht, was ist jetzt nächstes passiert. Ich kann es nicht vorher sagen.
Was war das für ein Trap übrigens? Solemn Judgment. Oh mein Gott. Würde er überleben mit Solemn? Wenn er meinen Summon von meinem King Solemn würde, hätte er damit überlebt? Ich glaube, damit hätte er überlebt. Ich glaube, er hat sich gerade selber zerstört und er weiß... ich meine, he's about to find out, dass er sich gerade selber zerstört hat. Und dadurch das Duell verliert jetzt, aber... Ja, well, mein Uni-Zombie stirbt nicht, mein Freund. Der ist der Protection, der stirbt nicht einfach so. Aber ich glaube, mit Solemn Judgment hätte er gerade das Duell. Wobei, er hat das Kaiju noch. 2200. Nein, er hat trotzdem verloren, wegen meinem Uni-Zombie plus sein Kaiju. Das wäre nicht gut gegangen. So, aber wer gewinnt mein kurzes Duell? So, drückst du jetzt auf den Surrender-Knopf oder nicht? Oder muss ich jetzt noch kurz den Effekt aktivieren? was heißt, muss ich noch kurz den Effekt aktivieren? Aber, ja, ich bin zu faul, das nachzurechnen, ob das hier Level wäre. Bada bing, bada bum. Wir holen uns einfach kurz. Wir holen uns einfach nur kurz die Bonus-ATK und dann ist es garantiert Level. Ich war zu faul, einfach durchzurechnen, ob ich jetzt hier schon Level habe oder nicht. Whatever. Er hat surrendered. Das hat uns wirklich nicht gedacht auf BM. Ich bin einfach zu faul, um auszurechnen, ob das jetzt. Das war 100 Pro-Level. Wir hatten, glaube ich, 5000, 2000. Anyways, ich bin zu faul, sowas auszurechnen, deswegen. Das war jetzt nicht mal als BM gedacht. Ich hasse immer Spieler, die so BM-mäßig ja noch 10 Minuten lang weiterkommen. Und der einzige Grund, aus dem ich das gerade gemacht habe, ist, weil ich zu faul war nachzurechnen, ob es Level ist. Und ich kann halt garantieren, dass es Level ist. Sehr passend zur heutigen Folge mit dem, oder zum heutigen Video. Frog for Jam, aka Slime Toad. Absolute Meme-Karte auch an dieser Stelle, dass ich die jetzt hier in dem Video kriege. Überrascht mich irgendwie jetzt auch nicht wirklich. Nach den Dingen, die heute im heutigen Video passiert sind, bin ich da jetzt auch nicht so mega überrascht. Muss ich sagen. Aber ja. Das wär's auch schon fürs heutige Video, würde ich sagen. Ich drei Duelle, ganz ordentlich. 26 Minuten lange Aufnahmezeit hier im heutigen Video, deswegen würde ich sagen. Guter Punkt, das heutige Video zu beenden. Würde ich mal behaupten. Wieso habe ich nur eine Mission abgeschlossen? Als ob ich nur eine Mission heute abgeschlossen habe. Ich habe doch irgendwie. Win a Duel declare. Haben wir nur einmal Monster angegriffen? I guess so. I guess wir haben nicht wirklich auf Monster angegriffen, ja? Kommt hin, I guess wir claimen es doch. Warum nicht? I guess es kommt hin. Ich habe nur ein einziges Mal Monster angegriffen. Ansonsten haben wir jeden immer relativ schnell aufgegeben oder andere lustige Dinge getan. Aber ja, das wär's fürs heutige Video, würde ich sagen. Wie bereits gesagt, haut mir lieben gerne in die Kommentare, ob ich dieses Unboxing-Video aufnehmen soll, machen soll. Ich habe actually keine Ahnung, wie ich es aufnehmen soll, weil ich habe zwar diese lustige Kamera da, aber die ist jetzt nicht wirklich dazu geeignet, hier so top-down-perspektivenmäßig irgendwie vielleicht mit meinem Handy dann oder so. Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr ja noch rausfinden, wie ich dann so ein Unboxing-Video aufnehmen soll. Ich habe so ein IRL-Unboxing-Whatever-Video noch nie aufgenommen, deswegen keine Ahnung. Das wäre dann auch mal wieder ein lustiges Abenteuer in neue Bereiche. Aber ja, haut mir lieben gerne in die Kommentare, ob ich das dann aufnehmen soll, dann mache ich das vielleicht. Dann nehme ich da ein Unboxing-Video auf oder so ähnlich. Und ja, das wäre es von mir fürs heutige Video. Vielleicht mache ich es dann auch nicht, falls es mir dann zu kompliziert ist, das aufzunehmen. Aber wenn ihr mir dann sagt, so, jo, mach das mal, dann mache ich es wahrscheinlich. Warum nicht? Jo, das wäre es von mir fürs heutige Video. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ich hatte wie immer sehr großen Spaß daran, diese absolut bestimmt überhaupt ganz und gar nicht bekloppten Duelle heute hier aufzunehmen. Aber ja, das wäre es von mir fürs heutige Video. Ja, lasst mir lieben gerne ein Abo da, lieben gerne auch Likes oder Kommentare da lassen. Das wär's von mir für heute. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quitt euch!